Ja, Mareike Buckan, herzlichen Dank. Wir sind live zurück, meine Damen und Herren, hier im Deutschen Bundestag. Und es wird diskutiert über Finanzkrisenprävention. Wenn Sie nun denken, mein Gott, was ist das denn für ein Thema? Das ist aktueller und relevanter, als man sich vielleicht vorstellt. 10 Jahre. 10 Jahre blicken wir dieses Jahr zurück auf die Pleite der amerikanischen Bank Lehman Brothers und auf die ausgelöste Finanzkrise der Jahre 2008, 2009 und folgende, die in vielen Ländern in die Rezession geführt hat. Und die Politik und auch die Zentralbanken haben sich im Anschluss bedacht und beraten, wie kann man in Zukunft so etwas verhindern. Wie kann man die Finanzmärkte ein wenig enger an die Leine legen? Die Amerikaner sind vorgeprescht und haben jetzt mit ihrer neuen Regierung einiges wieder zurückgenommen. Auch Europa hat sich alle Mühe gegeben. Nach Meinung der Opposition im Bundestag allerdings nicht genug. Es liegt hier vor, und darüber wird diskutiert, ein Antrag der Linksfraktion und der Grünen Fraktion, die also verlangen, dass die Finanzkrisenprävention strikter gehandhabt wird. Im Plenum spricht für die SPD-Fraktion deren Abgeordneter Metin Hakverdi. Dafür bin ich unserem Finanzminister Olaf Scholz außerordentlich dankbar. Diese würde natürlich auch der Finanzmarktstabilität dienen. Deshalb lege sie natürlich auch in unseren eigenen nationalen Interessen. Zutreffend wird in den Anträgen der Grünen bzw. der Linken auf die wohnungsbaupolitische Dimension der Finanzpolitik oder deren Einfluss auf die sozialen Sicherungssysteme hingewiesen. Kolleginnen und Kollegen, unsere sozialen Sicherungssysteme müssen im Hinblick auf Konjunkturentwicklung gedacht und weiterentwickelt werden. Es ist nicht in unserem nationalen Interesse, wenn auf den Finanzmärkten auf Kosten der Umwelt und auf Kosten des Klimas Gewinne gemacht werden. Denn das bedeutet nichts anderes, als dass Gewinne privatisiert, aber die Kosten der Allgemeinheit, dem Steuerzahler, auferlegt werden. Es ist nicht in unserem eigenen nationalen Interesse, wenn durch zu niedrige Löhne, etwa Transferzahlungen im Rentenalter, trotz jahrelanger Arbeit notwendig sind. Auch das bedeutet nichts anderes, als dass Gewinne privatisiert, aber die Kosten der Allgemeinheit, dem Steuerzahler, auferlegt werden. Green Finance im Sinne von nachhaltigem Finanzmarkt und nachhaltigem Wirtschaften bedeutet heute wirtschaftliche Nachhaltigkeit, also nachhaltige Profitabilität, genauso wie ökologische Nachhaltigkeit, aber eben auch soziale Nachhaltigkeit. Wenn wir heute 10 Jahre zurückblicken, können wir hoffentlich sagen, dass wir das Kind noch einmal geschaukelt haben, ja? Obwohl nicht alle mit einem blauen Auge davongekommen sind. Für die kommenden 10 Jahre sollte uns aber klar sein, wir müssen auf europäischer Ebene noch enger zusammenarbeiten, gerade in Bezug auf den Finanzmarkt. Wer heute nur dem Wettbewerb um niedrigere Löhne und niedrigere Umweltstandards folgt und wer heute Finanzstabilität nur national denkt und nicht in multilateralen Zusammenhängen, insbesondere in der Eurozone. Wer so denkt, der hat nicht nur die Lektion der letzten 10 Jahre nicht verstanden, wer so denkt, kann auch nicht die Zukunft gestalten. Die SPD will nachhaltige Investitionen, Klimaschutz und Sozialstaat miteinander verknüpfen. Wir sollten heute auf gar keinen Fall einen Schlussstrich unter die Debatte um die Weiterentwicklung der Finanzmärkte ziehen. Es geht gerade erst richtig los. Ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank. Metin Hakverdi war das für die SPD-Fraktion. Ja, die Opposition fordert einen Finanz-TÜV für Finanzprodukte. Sie möchte auch hier und da die Steuern erhöhen, eine Finanztransaktionssteuer, die ja schon lange im Gespräch ist, und auch eine Millionärssteuer. Jetzt im Plenum Frank Schäffler für die FDP-Fraktion. Wir müssen uns auch ein Stück weit zurückblicken lassen. Wer die Situation vor 10 Jahren vor Augen hat und die heutige Situation sich vor Augen führt, der muss sagen, so viel haben wir eigentlich nicht gelernt. Die weltweite Verschuldung ist in diesen 10 Jahren um rund 40 Prozentpunkte gestiegen. Die weltweite Steigerung der Wirtschaftskraft ist in der gleichen Zeit um 25 Prozent gestiegen. Wir haben im Kern in den letzten 10 Jahren im Kern Wirtschaftswachstum mit noch mehr Schulden produziert. Und das, was Sie jetzt hier alles niedergeschrieben haben in den Papieren, das sind alles Kollateralschäden dieser Entwicklung. Ob es die Lebensversicherung sind, ob es die Banken sind, die Regulierung der Banken. Ja, was sagen Sie denn den Sparkassen heutzutage?
Ja, diese immer mehr Regulierung hat nicht dazu geführt, dass die Bausparkassen sicherer geworden sind, dass die Lebensversicherungen sicherer geworden sind, dass die Sparkassen vor Ort sicherer geworden sind. Ganz im Gegenteil, die werden vom Markt herausgedrängt und im Kern entstehen immer größere Konglomerate, die wir immer schwächer kontrollieren können. Das Kernproblem ist, dass wir durch staatliche Einflussnahme eigentlich dieses Produkt geschaffen haben, diese Finanzblasen jetzt. Das eine ist die Zinspolitik der EZB, der FED. Ja, die hat im Kern zu dieser Verschuldungsspirale geführt, auf der einen Seite. Und die Finanzkrise ausgelöst haben bei uns, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 2007, ja, das waren die staatlichen Banken, das war die IKB. Im Herbst 2007 ist die IKB als halbstaatliche Bank von heute auf morgen pleite gegangen. Und dann waren Sie es, die diese Bank gerettet haben. Das heißt, anschließend kam die WestLB, die Sachsen-LB. Es waren immer staatliche Institutionen, die versagt haben. Und es waren nicht die privaten Banken an der Stelle. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder zu Haftung zurückkehren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir dürfen nicht ständig mit billigem Geld versuchen, eine Schuldenkrise zu lösen. Das hat sich nicht in den vergangenen 10 Jahren bewährt, sondern wir haben jetzt ein viel, viel größeres Problem, als wir vor 10 Jahren hatten. Und deshalb ist es notwendig, dass wir nicht auf eine Regulierungsspirale, immer eine neue Regulierungsspirale heben, sondern dass wir das Haftungsprinzip versuchen durchzusetzen. Ja, das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Ansonsten kommen wir in der absehbaren Zeit, was die Lebensversicherung betrifft, was die Bausparkassen betrifft, was die Pensionskassen betrifft, immer stärker in Schwierigkeiten. Und wenn wir das Problem nicht lösen, dann, glaube ich, stehen wir tatsächlich am Vorabend der nächsten Finanzkrise. Und deshalb ist es notwendig, dass die EZB möglichst schnell auch eine Zinswende einleitet, auch ihr Ankaufprogramm noch schneller zurückführt, es nicht weiterführt, indem die alt auslaufenden Anleihen wieder von ihr verlängert werden. Das darf nicht passieren, sondern wir müssen wieder zu einer geordneten Geldpolitik in Europa zurückkommen. Das ist der einzige Weg, aus dieser Finanzkrise herauszukommen. Wer was anderes behauptet und wer sein Wahlprogramm in diese Papiere schreibt und alles, was er schon immer mal zur Finanzkrise sagen wollte, das löst aus meiner Sicht nicht das Problem. Insofern haben die Linken, wenn ich das so qualitativ sagen darf, einen ziemlich schlechten Antrag vorgelegt. Die Grünen haben sich immerhin Mühe gegeben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich teile nicht alles, was in diesem grünen Antrag steht, aber immerhin, glaube ich, haben sie sich die Mühe gegeben, dieses Problem ein Stück weit zu durchdringen. Und deshalb komme ich zu meinem Schlusssatz. Ich glaube, diese Finanzkrise kann man nur dadurch beseitigen, dass wir Haftung und Verantwortung wieder in eine Hand bringen. Und das ist notwendig und das ist die Voraussetzung für eine Besserung. Vielen Dank. Von Schäffler war das für die FDP. Sein Rückblick besagt, dass es staatliche Banken waren, die seinerzeit die Krise ausgelöst haben. Die IKB, die WestLB, die Sachsen-LB. Daraus zieht er den Schluss, dass staatliche Einflüsse zurückgedrängt werden müssen. Nach ihm jetzt Gerhard Schick, der finanzpolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Wenn das ein Moment des Rückblickes sein könnte auf eine vergangene Finanzkrise. Aber leider ist das nicht so, sondern trotz der vielen Regulierungsmaßnahmen, von denen Frau Tillmann gesprochen hat, ist die Finanzkrise leider nicht vorbei und gerade auch nicht in Deutschland, sondern während wir hier sitzen, laufen immer noch die Bemühungen der Stabilisierung einer Bank in Deutschland, der NordLB in diesem Fall, die sich bei Schiffsfinanzierungen verhoben hat. Wir sind immer noch mittendrin in der Bewältigung dieser Finanzkrise und das ist das Gefährliche auch für das Gesellschaftliche und Politische. Denn wir wissen, dass Finanzkrisen, das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, auch zu politischen Verwerfungen führen und für unsere Demokratie eine enorme Herausforderung sind. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach zurückblicken auf die vielen Gesetze, die da gemacht worden sind. Auch wenn da, ich nehme als Beispiel heraus, mit der Schaffung der Bankenunion, die gegen den Willen dieser Bundesregierung in Europa erreicht werden konnte,
wichtige Maßnahmen ergriffen worden sind. Trotzdem müssen wir sagen, wenn wir den Strich drunter ziehen und das alles bewerten, heute sind die Finanzmärkte leider nicht stabiler als 2007 im Vorfeld des Ausbruchs der Finanzkrise, die uns heute noch beschäftigt. Die Schulden sind weiter angewachsen, schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Die großen Banken, die damals schon zu groß waren, sind teilweise weiter gewachsen. Und die Menge an intransparenten Finanzprodukten hat weiter zugenommen. Deswegen kann es nicht sein, dass wir uns damit begnügen, dass wir viel gemacht haben. Ja, wir selber haben sehr viele Gesetze verabschiedet, sondern wir müssen entscheidend dazu beitragen, dass das System stabil wird. Und das ist bisher nicht gelungen. Und vor dem Hintergrund ist der Blick in den Koalitionsvertrag leider ernüchternd. Sie haben sich in Sachen Finanzmarktregulierung leider nicht vorgenommen, diese großen Probleme wirklich anzugehen. Und deswegen sagen wir, dieser 10-jährige Jahrestag der Lehman-Pleite muss der Anlass sein, um einen neuen Anlauf für eine echte Finanzwende endlich hinzubekommen. Ich will als eine Dimension dessen, was getan werden muss, die Schnittstelle zum Immobilienmarkt nennen. Es gab eine massive Fehlentwicklung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Wir hatten große kommunale Wohnungsbestände, wo die Immobilien eben nicht zum Spielball von internationalen Finanzinvestoren genutzt werden konnten, sondern ausschließlich im Dienst der Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen wollten, waren. Wir hatten mit dem Instrument der Wohnungsgemeinnützigkeit, was leider in den 90er Jahren abgeschafft worden ist, auch da einen großen Bestand von Wohnungen, die der Gemeinnützigkeit unterlagen. Und es war damals nicht so leicht wie heute, Immobilienpakete mal schnell an der Börse zu handeln. Und diese drei Schritte haben es dazu beigetragen, dass die Immobilie, ja das, wo Menschen wohnen wollen, von einem Gebrauchsgut, was Menschen brauchen, immer mehr zu einem Finanzprodukt geworden ist. Diese Entwicklung müssen wir korrigieren. Wir müssen diese Fehlentwicklungen zurückdrehen, um wieder dafür zu sorgen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt für die Menschen in diesem Lande. Um es noch mal ganz klar zu sagen, auch wenn viele andere Maßnahmen diskutiert werden, ohne eine Finanzwende wird das Problem, dass die Immobilienpreise und die Mieten schneller steigen als die Einkommen der Menschen, nicht lösbar sein. Da müssen wir ran. Es gibt eine zweite Dimension im Bereich des Verbraucherschutzes. Ja, da ist auch manches entstanden, aber viel Papier hilft nicht immer viel. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich schämen, wenn sie am Finanzmarkt von Betrügern zum Opfer gefallen sind. Jetzt zum Beispiel im Moment gerade viele Leute bei P&R, die einfach hinter die Fichte geführt worden sind. Aber ich finde nicht, dass sich die Opfer schämen sollten. Ich finde, es müssen sich die Betrüger am Finanzmarkt schämen und diejenigen, deren Aufgabe es gewesen wäre, und das sind auch wir, die es nicht geschafft haben, sie vor diesen Betrügereien im Milliardenumfang zu schützen. Da muss man etwas tun. Und deswegen können wir uns nicht begnügen mit Berater, Register und was es gegeben hat, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese intransparenten Finanzprodukte, die Betrug Tür und Tor öffnen und wo man Gebühren verstecken kann, dass sie der Vergangenheit angehören und der Finanzmarkt endlich für Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht im Wesentlichen eine Spielwiese, eine intransparente Spielwiese, wo sich ein paar Experten irgendwie möglichst viel Geld schaffen können. Und ich will den letzten Punkt machen, obwohl es noch viele weitere Beispiele gäbe. Das ist die grüne Dimension der Finanzwende. Viele Unternehmen, und das merke ich aus vielen Gesprächen in der Branche, haben inzwischen verstanden, es gibt keinen Sinn mehr, in veraltete Technologien zu investieren, viel Geld in Kohle und andere fossilen Energien zu stecken. Da wird man Geld verlieren. Deswegen gibt es inzwischen viele Investoren, die Ausstiegspläne haben. So, und wenn man jetzt mal schaut, wie sieht das denn beim Geldanlegerbund aus? Dann muss man sagen, die Pensionsgelder der Bundesbeamten sind immer noch ohne Nachhaltigkeitskriterien, ohne Blick auf diese Risiken angelegt. Und ich finde, das kann nicht sein. Es braucht endlich auch eine Finanzwende, wenn der Bund Geld anlegt. Wir müssen die ökologischen Risiken am Finanzmarkt ernst nehmen. Und auch da braucht es eine echte Finanzwende. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Die Rede von Gerhard Schick war das, Bündnis 90 Die Grünen, der unter anderem hier darauf abgehoben hat, dass die finanzmarktgetriebenen
Spekulationen am Immobilienmarkt beendet werden müssten, denn sie gingen zu Lasten der Mieterinnen und Mieter. Nach ihm jetzt Alexander Radwan, CDU, CSU. 10 Jahre Finanzkrise sind ein guter Anlass, auf das, was gemacht wurde, zurückzuschauen, einen Ausblick zu wagen in die Zukunft, aber möglicherweise auch die Ursachen, warum es zu dieser Finanzkrise kam. Und ich habe vorhin gehört, es sind sehr stark die öffentlich-rechtlichen Banken gewesen, die gerettet werden mussten. Ich möchte nur daran erinnern, Ursache der Finanzkrise war damals in einer Zeit, in der alle von Deregulierung gesprochen haben. Es war der große Hype, die Märkte zu deregulieren. Sie werden schon selber richten. Es gab damals auch eine Koalition in Deutschland, die der Meinung ist, die Deutschland AG aufgeben zu müssen und dem Markt glauben zu können. Also von daher hat das alles auch eine Vorgeschichte und wir sollten nicht nur auf die 10 Jahre zurückschauen. Und das Ziel ist heutzutage, Deregulierung zurückzuführen, zu regulieren und Eigenverantwortung nach vorne zu bringen und jetzt endlich den Steuerzahler zukünftig nicht mehr in die Pflicht zu nehmen, wie es bisher der Fall war. Und die Staatsschuldenkrise war die Folge aus der Finanzkrise, die gekommen ist. Und da möchte ich schon darauf hinweisen, dass die Staatsschuldenkrise in Europa in eine Richtung ging, in der Eigenverantwortung und Solidarität im Gleichklang gingen, ist insbesondere Deutschland zu verdanken. Auch hier im Haus gibt es regelmäßig Vorstöße, die letztendlich einer stabilitätsorientierten Politik auf europäischer Ebene eher in den Arm fallen würden, als sie zu unterstützen und damit weiterhin eine entsprechende Instabilität an den Märkten voranbringen. Von daher ist es Angela Merkel und es ist Wolfgang Schäuble zu verdanken, dass die Stabilität und die Mechanismen, die geschaffen wurden, auch gegriffen haben. Und wenn man sich anschaut, welche Staaten heutzutage entlassen wurden aus den jeweiligen Programmen bis hin zu Griechenland, sehen wir, dass hier Stück für Stück mühsam gerade unter dem Engagement Deutschlands vorangekommen wurde. Und dann, Antje Tillmann hat es angesprochen, gab es ein ganzes Maßnahmenpaket von Regulierung. Eigenkapital über Basel II, die Bankenunion wurde entsprechend gestärkt und nicht gegen den Willen Deutschlands. Wenn Deutschland einmal entsprechende Kritik übt und schaut, wie man in die richtige Richtung geht, wenn Deutschland auf die Regionalbanken schaut, dann wissen Sie ganz genau, dann ist das ein Ringen in Europa um den richtigen Weg und nicht gegen etwas. Aber wir müssen auch aus der Finanzkrise lernen und den Ausblick wagen. Wichtig ist, dass wir zukünftig auf europäischer Ebene die Regeln, die wir uns geben, auch durchsetzen. Es hilft überhaupt nichts, immer wieder entsprechende Vereinbarungen auf europäischer Ebene zu treffen und sie dann eben nicht durchzusetzen. Deutschland und die CDU-CSU-Fraktion steht dafür, dass dann diese Regeln auch zukünftig in Europa angewendet werden. Wir müssen, ich war damals im Europäischen Parlament und war einer der Hauptkritiker dieser Schröder-Maßnahmen von Rot-Grün, die den Stabilitätspakt damals zum ersten Mal mitgebrochen haben. Da haben Sie hier einen, der rechtzeitig da entsprechend hier kritisiert hat. Das Zweite ist, wir müssen uns das, was wir bisher gemacht haben, auch evaluieren. Was haben die Gesetze, die gekommen sind, auch für Auswirkungen? Wir müssen den Proportionalitätsgrundsatz, der in allen möglichen Gesetzen drinsteht, auch zur Geltung verhelfen. Es hilft nichts, in europäischen und nationalen Gesetzen es reinzuschreiben, sondern wir müssen auch Größenunterschiede zulassen zwischen den großen internationalen Banken und zwischen den kleinen Banken. Wir müssen uns die Aufsichtspraxis anschauen, die jetzt so langsam in Schwung kommt. Die Europäische Zentralbank ist auf der einen Seite unmittelbar für die großen Banken zuständig, aber wir wissen genau, dass sie auch durch ihre Maßnahmen auf die kleinen und ihre Vorgaben auf die kleinen Banken Auswirkungen hat. Ich bin hier für eine stärkere Eigenständigkeit auch der nationalen Aufseher und möchte hier, dass der Proportionalitätsgrundsatz, dass das, was regionale Banken ausmachen, auch entsprechend berücksichtigt wird. Drittens, meine Damen und Herren, wir haben hier sehr viel über legislative Maßnahmen gesprochen, über Gesetzgebung auf europäischer und nationaler Ebene. Alle wissen, dass aber die nächste Finanzkrise möglicherweise aus einer Ecke kommt, die wir heute gar nicht gesetzgeberisch geregelt haben. Und die Frage ist dann, wie wir schnell handeln können. Ich möchte in diesem Haus gerade ausgehend von diesen Anträgen mal die Diskussion führen, inwieweit es sinnvoll ist, zukünftig prinzipienorientiert zu handeln, grundsätzliche Kompetenzen für die Aufseher unter demokratischer Kontrolle zu geben, die dann schnell marktgerecht reagieren können, statt
jedes einzelne Detail mithin dann der entsprechenden Bürokratie durch Gesetze zu regeln. Wir stehen vor der Hausaufgabe und vor den Herausforderungen der Zinswende. Jeder fordert und jeder ist der Meinung, die Zinswende muss kommen. Allerdings ist die Frage, sind wir auf die Zinswende in Deutschland vorbereitet? Sind die Banken darauf vorbereitet? Ist die Ökonomie darauf vorbereitet? Also das wird eine Herausforderung, die vor uns steht, die kommen wird. Wir müssen die vernetzte Welt ein Stück weit mehr noch transparenter machen. Die Finanzkrise ging von Amerika aus. Es waren die Verbriefungen in den USA, die hierher gekommen sind. Und da waren nicht nur öffentlich-rechtliche Banken, Herr Schäffler, wie Sie da sicherlich wissen, dabei. Es waren auch private Banken, die hieran sehr gut verdient haben. Und diese Vernetztheit müsste wieder transparent werden, müsste nachvollziehbar werden, insbesondere weil wir den internationalen Konsens, den wir nach der Finanzkrise hatten, aus den USA nach Lehman, Stück für Stück aufgebrochen wird. Wir spüren heute, dass die Amerikaner wieder in die Richtung Deregulierung gehen. Ich halte das für einen falschen Weg, auch wenn das von den einen oder anderen in Deutschland bereits propagiert wird. Wir stehen vor der Herausforderung des Brexits. Wie wird sich der Brexit auf die Finanzmärkte auswirken? Ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auch im Finanzausschuss auseinandersetzen müssen, und der Digitalisierung. Meine Damen und Herren, es kam die Finanzkrise, es kam die Wirtschaftskrise, die Deutschland gut abgefangen hat, es kam die Staatsschuldenkrise, die wir in den Griff bekommen haben. Und ich denke, hier ist großer Konsens, dass wir alle miteinander daran arbeiten müssen, dass diese Finanzkrisen und diese, was da gekommen ist, so regeln, dass daraus keine Demokratiekrise wird. Dass das, was wir alle miteinander wollen, ein stabiles Europa und ein stabiles Deutschland, eine stabile Wirtschaft, Existenz hat. Und darum müssen wir alle gemeinsam, die an einer stabilen Demokratie und an einem stabilen Europa Interesse haben, gemeinsam daran wirken. Alle dazu sind eingetreten, denen es um die Demokratie in Deutschland und Europa geht. Besten Dank. Aus der Finanz- und der Wirtschaftskrise sollte keine Demokratiekrise werden. Alexander Radwan war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihm jetzt Franziska Gminder für die AfD. Herr Präsident, liebe Abgeordnete, liebe Gäste, 10 Jahre sind seit der spektakulären Pleite von Lehman Brothers und der daraus folgenden katastrophalen Finanzkrise vergangen. Diese Krise hat laut Bericht in der Welt vom 13.09. Deutschland bisher 59 Milliarden Euro gekostet. Jede vierköpfige Familie wurde mit 3.000 Euro belastet. Für die Stützung von Banken kommen zusätzliche 900 Milliarden Euro dazu. Und was hatte dies geholfen? Nichts. Heute droht ein neuerlicher Crash am Aktien- und Immobilienmarkt. Die Nullzinspolitik der EZB seit März 2016 hat die öffentliche und private Verschuldung rasant anwachsen lassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die in den USA bereits steigenden Zinsen seit 26. September auf 2 bis 2,25% erhöht und weitere Erhöhungen wurden noch für die nächste Zeit 3 sogar angekündigt. Sie werden eine Reaktion in Europa auslösen und dann wehe der sogenannten schwarzen Null des Finanzministeriums und den mit 20% Eigenkapital finanzierten Immobilien. Was bieten da Linke und Grüne für die als Heilmittel? Die Linke, Finanzkrisen durch strikte Regulierung und Umverteilung von oben nach unten verhindern. Das sind die uralten Ideen der sozialistischen Planwirtschaft und die ewige Leier der Vermögenssteuer. Man kann es nicht mehr hören. Leider muss man auch zu den Vorschlägen der Bündnis 90 die Grünen feststellen, dass sie ideologisch und nicht sachorientiert argumentiert wird. Finanztransaktionssteuer, das Deutschlands Börsenvorhaben kaltstellen wird, in Konkurrenz mit anderen Staaten, die die Finanztransaktionssteuer nicht haben. Die Immobilienspekulation ausbremsen, ja, wie will man denn das machen? Ein Finanz-TÜV. Keine provisionsorientierte Finanzberatung. Das ist alles kontraproduktiv zum Leistungsprinzip und wirkt jede Initiative und die Selbstheilungskräfte des Marktes ab. Wer die Ursachen erkennt, muss diese beheben und nicht Symptombehandlung ausführen.
Die Ursachen für die letzte und die wahrscheinlich nächste Finanzkrise liegen aber in der nicht risikokonformen Verzinsung von Anlagen, Staatsanleihen sowie von Unternehmensanleihen, wie sie uns die EZB unter Herrn Draghi nun schon seit Jahren aufzwingt. Heute kommt ein ausuferndes und völlig verfehltes Anleihekaufprogramm, das als Quantitative Easing getarnt wird, und eine Gelddruckorgie. Hoffen wir auf einen deutschen Nachfolger für Draghi. Deutschland als größter Zahler mit 27% in der EU darf sich nicht wieder hinter Frankreich zurückdrängen lassen. Das Problem der Non-Performing Loans, die in Ländern wie in Griechenland über 60% aller Kredite, sagt man, und sogar in Italien rund 14% ausmachen, wird weiterhin von allen Beteiligten verdrängt. Eine Vergemeinschaftung der Schulden, wie in der dritten Säule der Bankenunion gefordert, lehnen wir als AfD daher kategorisch ab. Es herrscht Anlagenotstand, da die Notenbanken weltweit die Märkte immer noch mit Geld überschwemmen. So werden auch jetzt wieder riskante Investments getätigt, nur um wenigstens ein bisschen Rendite zu ermöglichen. Dabei bleibt dann oft die Sicherheit auf der Strecke. Das Niedrigzinsumfeld schwächt die Altersversorgung der Bürger, enteignet die Sparer, ruiniert die Versicherungen und dient allein der Rettung des Euro. Und warum die Finanzaufsicht stärken, wenn sie keine Erfolge vorweisen kann? Das Single Resolution Board ist, wie wir alle wissen, im Bericht des Europäischen Rechnungshofes durchgefallen. Eine Fusionskontrolle der Banken kommt jetzt zu spät. Sehen Sie, dass die Deutsche Bank aus dem Euro Stoxx 50 rausgefallen ist? Die Commerzbank ist nicht mehr im DAX vertreten, also unsere Banken sind ziemlich schwach dastehend. Ein Trennbankensystem wäre eine echte Verbesserung und wird auch seit Jahren gefordert, aber politisch war das schlicht nicht umzusetzen. Zum Zusammenfassen kann ich nur sagen, Grüne und Linke fordern sozialistischen Plan. Ich komme zum Schluss. Statt sozialer Marktwirtschaft, und Sie haben keine guten Lösungen zur Verhinderung von Finanzkrisen vorzuweisen. Im Gegenteil, mit Ihren Maßnahmen schlittern wir garantiert in die nächste Krise. Die AfD stimmt der Überweisung der Anträge in den Finanzausschuss zu und hofft dort auf positive Einsichten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner. Soweit Franziska Gminder für die AfD-Fraktion. Nach ihr jetzt der fraktionslose Abgeordnete Mario Miruch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank an dieser Stelle an Frank Schäffler. Das kann ich absolut unterschreiben, Ihren Beitrag. Und der Staat hat nichts gelernt. Durch immer restriktivere Gesetzgebung, ständige Eingriffe, Marktmanipulationen in Form von Subventionen, exorbitant hohe Steuern, immer mehr Etatismus und insbesondere aber eben durch dieses missbrauchte Geldmonopol, mit dem er sich selbst finanziert, Kaufkraft umverteilt oder fehlgeleitete Ressourcenverwendung, erzeugt er zwar einen Boom, aber eben keinen nachhaltigen, sondern erzeugt eine Blase. Und diese Blasen sind allen Gesellschaften, die das bisher so probiert haben, irgendwann um die Ohren geflogen und haben tiefe Spuren hinterlassen. Und ich hatte ja, vielleicht auch im Unterschied zu dem einen oder anderen, der hier sitzt, vorher einen richtigen Job. Und ich kann mich gut an 2007 und 2008 erinnern, wie faktisch alle meine mittelständischen Kunden in die Kurzarbeit gegangen sind und selbst leitende Angestellte um ihre Hypotheken fürchteten und die Familien nicht mehr wussten, wie sie ihre Lebenshaltungskosten decken sollten. Wenn falsche Preissignale weiterhin von der Realwirtschaft abgekoppelt bleiben, werden sie dem Druck der Märkte irgendwann nicht mehr standhalten. Nachhaltiges Wachstum ist mit expansiver Geldpolitik nicht zu vereinbaren. Und man sollte den Bürgern ehrlich sein, weil es vorhin wieder hieß, bis 100.000 Euro seien die Spareinlagen sicher. Sind sie nicht, weil die Einlagensicherungsfonds diese Sparguthaben nicht mal im Ansatz abdecken. Und an die SPD vielleicht noch mal adressiert, es war Ihr Finanzminister Steinbrück, der damals maßgeblich auch mit beteiligt war an der Deregulierung der Finanzmärkte. Und Griechenland wurde vorhin erwähnt. Ja, was haben wir in Griechenland geschaffen? Griechenland hat statt 107% vor dem ersten Rettungspaket heute 180% Staatsverschuldungsquote, 60% Jugendarbeitslosigkeit und ziemlich wenig Perspektive. Und wer als überzeugter Europäer auftreten möchte und argumentiert, der sollte sich fragen, ob der Ausspruch Deutschland profitiert von dem, was wir hier tun, am meisten, der sollte sich mal fragen, ob das fair und sinnvoll ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion. Die Rede von Mario Miruch war das
Nächste Rednerin ist jetzt Chancel Kiesel-Teppe für die SPD. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jubiläen wie der Zusammenbruch von Lehman Brothers sollten uns zum Nachdenken anregen. Vor 10 Jahren hat sich die Finanzbranche verzockt, verstand ihre eigenen Produkte nicht mehr und drohte uns alle mit hinunterzureißen. Das darf nicht noch einmal passieren. Um das zu verhindern, haben wir richtige Schritte getroffen. Am Ziel sind wir aber noch lange nicht angekommen. Ein wichtiger Schritt war die Schaffung der Bankenunion, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit haben wir nicht nur die systemrelevanten Banken unter die notwendige Aufsicht gestellt, sondern auch gemeinsame Regeln für Europa geschaffen. Kein Finanzinstitut musste vor der Krise Stresstests durchlaufen, Abwicklungspläne aufstellen und so hohe Anforderungen für Eigenkapital erfüllen, wie es heute der Fall ist. Außerdem gibt es jetzt einen Abwicklungsfonds, der mit einer Bankenabgabe finanziert wird, und Eigenkapitalvorschriften, die eine Beteiligung sicherstellen. Mit den neuen Regeln wollen wir eins sicherstellen: Eigentümer von Banken müssen die Kosten der Rettung tragen, nicht mehr und nicht weniger. Außerdem gehen wir seit der Finanzkrise massiv gegen Steuerhinterziehung und Vermeidung vor. Denn die Krise hat uns eines gelehrt: Nur ein gut finanzierter Staat kann im Zweifelsfall handeln und die Wirtschaft vor den Folgen der Zockerei retten. Die BEPS-Initiative der OECD ist hier ein wichtiger Schritt. Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, wie Länderberichte von multinationalen Konzernen und neue Standards bei Verrechnungspreisen. Andere setzen wir demnächst um, wie zum Beispiel die Anzeigepflicht für Steuergestaltungen und eine bessere Besteuerung von digitalen Unternehmen. Doch wir müssen auch feststellen, diese Maßnahmen reichen nicht aus. Viele Menschen teilen das Gefühl, dass die Banker und die Finanzindustrie viel zu gut weggekommen sind. Das hat den Nährboden für den Populismus, für Populisten wie die AfD geschaffen. Antworten bieten sie zwar nicht, aber sie nutzen den Frust der Menschen. Deswegen dürfen wir die Finanzelite nicht von der Angel lassen, und das werden wir auch nicht tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen auch eine Finanztransaktionssteuer. Wir als SPD kämpfen seit Jahren dafür und haben es auch in der Legislaturperiode in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Doch der Kampf, wie sich zeigt, erweist sich als schwierig. Immer wieder werden uns Steine in den Weg gelegt. Die Finanzlobby wehrt sich mit Händen und Füßen. Ihr kommt dabei zugute, dass wir eine wirksame Finanztransaktionssteuer eben nur auf europäischer Ebene umsetzen können. Doch wir dürfen und wir wollen uns davon nicht abhalten lassen. Mit der Finanztransaktionssteuer stellen wir nämlich sicher, dass die Krisenverursacher auch für die Kosten der Krise verantwortlich gemacht werden, sich an dem Gemeinwohl, an den Kosten des Gemeinwohls auch beteiligen. Und wenn es uns in Europa nicht gelingt, dann müssen wir eben in Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen aber auch Entwicklungen im Finanzbereich beobachten. Wir müssen aufmerksam sein, denn Finanzmarktentwicklungen sind nicht statisch, sondern dynamisch. Wir müssen immer wieder gucken, was schiefläuft, wo Lücken gesucht werden und auch gefunden werden. Und im Moment sollten uns insbesondere die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt Sorgen machen. Seit der Finanzkrise stürzt sich die Industrie auf Wohnungen in Deutschland. Sie pumpt den Sektor voll mit Geld. Leider entstehen dadurch kaum neue Wohnungen, sondern bestehende Mietswohnungen werden immer mehr zu Kapitalanlagen und handelbaren Waren. Das treibt wiederum die Preise in die Höhe. Das gefährdet nicht nur die Finanzstabilität, sondern verdrängt auch Menschen aus ihren Wohnungen. Und Wohnen ist keine Ware, das kann und darf nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten auch nicht vergessen, die Finanzkrise hat im amerikanischen Häusermarkt angefangen. Aber nicht nur das. Finanzkrisen zeigen auf dem Wohnungsmarkt auch ihr hässlichstes Gesicht. Wir müssen nur an die Menschen in Spanien denken, die ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren haben. Und damit wir solche Szenen nicht in Deutschland haben, braucht die Finanzindustrie klare und strenge Regeln für den Immobiliensektor.
Das, was auf dem Wohngipfel beschlossen wurde, nämlich das Umwandlungsverbot von Miets- und Eigentumswohnungen, ist ein erster wichtiger Schritt. Wir müssen aber auch Steuerschlupflöcher wie die Share Deals, nach der die Grunderwerbsteuer umgangen wird, schließen. Auch das haben wir als Sozialdemokraten in den Koalitionsvertrag verhandelt und auch das haben wir auf dem Wohngipfel noch mal beschlossen und das ist auch gut so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir arbeiten national wie europäisch und auch international, um Finanzkrisen in Zukunft vorzubeugen. Wir wollen die Finanzwende, unterstützen Sie uns dabei. Ich freue mich auf die Diskussion im Finanzausschuss. Vielen Dank. Kanzlerin Kiesel-Tepe war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Bettina Stark-Watzinger für die FDP. Sie ist die Vorsitzende des Bundestagsfinanzausschusses. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, der Jahrestag der Lehman-Insolvenz ist in der Tat ein Anlass, die bestehende Finanzmarktregulierung zu hinterfragen. Eigenkapitalunterlegung, Bankenabwicklung, Verbraucherschutz, die Aufsicht. Haben wir unser Ziel erreicht, ein stabiles Finanzsystem zu schaffen? Klar ist, die Kapitalmärkte müssen verantwortungsvoll agieren, sie müssen aber auch ihre Aufgabe erfüllen können. Sie haben nämlich die Aufgabe, unsere Wirtschaft zu finanzieren und den Menschen die Möglichkeit zu geben, Eigentum aufzubauen. Und deswegen müssen wir die Politik und die Aufsicht sehr genau beobachten, ob und welche Risiken entstehen. Und all dies leisten die beiden vorgelegten Anträge nicht. Selektive Wahrnehmung ist eine Eigenschaft, bei der nur bestimmte Aspekte der Umwelt wahrgenommen und andere ausgeblendet werden. Und so kommen mir die Anträge vor. Ein Beispiel. Die Kollegen von der Linken ergehen sich darin, dass der fortgeführte Systemwechsel hin zu kapitalgedeckter Altersvorsorge die Finanzmärkte mit anlagesuchendem Kapital fluten und mit kurzfristigen Renditeerwartungen einhergehen würden. Ich frage mich, in welcher Realität leben Sie eigentlich? In Deutschland kommen immer noch circa 3/4 der Alterseinkommen aus der umlagefinanzierten gesetzlichen Altersvorsorge. Gleichzeitig gibt es Schätzungen, dass die Bürgerinnen und Bürger allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres einen Zinsverlust von circa 17 Milliarden Euro hinnehmen mussten, weil sie eben nicht in kapitalgedeckte Produkte in dem Maße haben investieren können. Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linke, ist wieder einmal der Versuch, unser Wirtschaftssystem nach planwirtschaftlichen Traumvorstellungen umzubauen, und das auf 3 Seiten Papier. Und dabei beschäftigen Sie sich noch nicht mal mit den wirklichen Problemen und Risiken, die wir haben. Die Grünen etwas differenzierter, muss ich sagen. Sie reden nicht von den Auswirkungen der Niedrigzinsphase, die für die Stabilität der Banken, der Versicherungen und der Sparer entstehen. Sie reden mit keinem Wort von den Risiken der hohen Staatsverschuldung und kein Wort zu der engen Verknüpfung zwischen Banken und Staaten, die Experten als mit eine der größten Gefahren bezeichnen. Für uns ist essentiell: Kein Akteur auf diesem Finanzmarkt darf davon ausgehen, dass andere ihn retten. Das ist unser. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Frau Kollegin? Vielleicht gleich eine Kurzintervention. Ich habe nur noch 2 Sätze mit meiner Zeit, aber sehr gerne dann. Für uns ist essentiell, kein Akteur auf dem Finanzmarkt davon ausgehen, dass er von anderen gerettet wird. Das ist unser schärfstes Schwert. Verantwortung, Risiko und Haftung müssen zusammenbleiben. Das heißt Insolvenzrecht, Abwicklungsregime. Wir müssen die Kapitalmarktunion stärken, damit privates Kapital und nicht der Steuerzahler oder der Sparer für Risiken haftet. Wir brauchen Transparenz für Anleger. Wir müssen die Anleger in die Lage versetzen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, Finanzmarktregulierung ist mehr als die Orientierung an Wettbewerb oder Ertragskraft, aber es darf nicht darum gehen, maximalen Schaden an der Finanzwirtschaft zuzufügen. Es muss uns um mehr Wert für Stabilität und Verbraucherschutz gehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Bettina Stark-Watzinger war das für die FDP-Fraktion. Kein Akteur dürfe davon ausgehen, dass andere ihn retten, hat er gesagt. Jetzt eine Kurzintervention. Das ist Sepp Müller von der CDU-CSU-Fraktion. Jetzt, ja.
Herr Präsident, liebe Kollegin, Sie sprachen, der Antrag der Grünen sei differenziert gewesen. Unter anderem geht es da auch um das Thema Green Finance. Wir haben das gehört. Es ist auch in der Diskussion, wie zukünftig Eigenkapital hinterlegt werden soll bei grünen Finanzierungen. Sie sind Volkswirtin. Wie ist Ihre Meinung dazu, dass Realwirtschaft unterstützt werden soll mit finanzwirtschaftlichen Instrumenten? Lieber Kollege Müller, das ist eine wichtige Frage, weil das wird ein ganz großes Projekt, das auf uns zukommt von der Europäischen Union. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass da eine große Nachfrage von Seiten der Verbraucher ist, nachhaltig anzulegen, und die Industrie bietet das ja auch schon an. Was aber nicht passieren darf, ist, dass der Staat normativ eingreift, dass er anfängt zu lenken, Kapital zu lenken und Risiko nicht mehr adäquat unterlegen lässt mit Eigenkapital. Es darf keinen Trade-off geben gegen Risiko und nachhaltige Anlage. Ja, meine Damen und Herren, soweit also die kurze Intervention. Und die Antwort, Sepp Müller war das zunächst. Dann noch einmal Bettina Stark-Watzinger. Letzter Redner in dieser Debatte zum Thema Finanzkrisenprävention ist jetzt Matthias Hauer, CDU-CSU. Meine Damen und Herren, in diesem Monat jährt sich die Insolvenz der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers zum 10. Mal. Das war gleichzeitig der Höhepunkt der Finanzkrise von 2007, 2008. Da haben wir schon viel geradezu gehört. Ich will natürlich das nicht alles wiederholen. Weltweit wurden Menschen um Ersparnisse gebracht. Es mussten Staaten enorme Summen aufbringen, um weitere Banken vor dem Zusammenbruch zu retten. Die Weltwirtschaft stand vor dem Abgrund. Diese schwere Krise und ihre Folgen haben uns vor allem gelehrt, das Verhältnis von Staat und Markt im Finanzsektor neu zu definieren, mit dem Ziel, die Finanzmärkte in einen robusten Ordnungsrahmen und effiziente Strukturen zu geben. Auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene haben wir seitdem eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Deutschland ist auf diesem Weg vorangegangen, die Anfälligkeit für neue Finanzkrisen zu reduzieren. Gerade unserem langjährigen Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble gilt dafür unser Dank. Die Aufsicht über den Finanzmarkt hat sich seit der Finanzkrise tiefgreifend verändert. Eine schwache Aufsicht hat die damalige Krise erst ermöglicht, und gerade die grenzüberschreitende Kooperation war während der Finanzkrise völlig unzureichend. Es wurde deutlich, dass in einer immer komplexer werdenden und vernetzten Welt rein nationale Maßnahmen und Regulierungen nicht mehr ausreichen. Deshalb wurde länderübergreifend gehandelt. Der Finanzstabilitätsrat, FSB, wurde durch die G20-Länder eingerichtet, um Schwachstellen des internationalen Finanzsystems zu identifizieren und die Regulierungspolitik auf internationaler Ebene zu koordinieren. Das Europäische Finanzaufsichtssystem, ESFS, hat 2011 seine Arbeit aufgenommen und sorgt für eine einheitliche Finanzaufsicht in der EU. Die einheitliche Europäische Bankenaufsicht, SSM, agiert grenzüberschreitend und präventiv unter dem Dach der EZB als zentrale Bankenaufsichtsbehörde im Euroraum. Aber nicht nur die Aufsicht war zu schwach. Die damalige Krise hat auch gezeigt, dass viele Finanzinstitute nicht ausreichend in der Lage waren, Verluste zu verkraften. Es war daher wichtig, die Finanzinstitute widerstandsfähiger zu machen. Dazu haben meine Kollegin Antje Tillmann und Kollege Alexander Radwan in ihren Reden bereits viele wichtige Punkte angesprochen. Diesen Weg werden wir gemeinsam in der Koalition auch mit dem neuen Finanzminister Olaf Scholz konsequent weitergehen. Finanzkrisen verhindern, das ist unser gemeinsames Ziel. Leider tragen die beiden Anträge von Bündnis 90 Die Grünen und von der Linken dazu inhaltlich sehr wenig bei. Auch viel Neues findet sich darin nicht, gerade dem Antrag der Linken. Das liest sich eher wie ein allgemeines Sammelsurium aus ihrem Wahlprogramm. An vielen Stellen fällt es schwer, einen Zusammenhang zum Thema zu erkennen. Sie wollen neue Steuern einführen, obwohl wir niemals höhere Steuereinnahmen hatten als heute. Sie versprechen jedem einen Betrag von 1.050 Euro netto, ohne irgendeine Aussage, wie das finanziert werden soll. Aber auch bei anderen Themen versprechen Sie das Blaue vom Himmel. Mindestlohn, Rente, Gesundheit, Bildung, Pflege, Wohnungsbau, Verkehr, Energie, Digitales. Was hat das alles gemeinsam? Sie glauben, das hat viel mit dem Thema Lehman-Pleite zu tun. Und das wohlgemerkt in diesem Antrag zu diesem Thema spricht schon für sich. Sie sprechen zwar wichtige Themen an, aber Sie haben leider die falschen Lösungsansätze. Mit Ihren Vorschlägen
würde es den Menschen am Ende schlechter gehen. Eine Finanzkrise würde durch Ihre Vorschläge eher wahrscheinlicher als verhindert. Die Staatsverschuldung würde durch die Decke gehen, wenn man Ihrem Forderungsbündel der Linken tatsächlich zustimmen wird. Wir als Union werden weiter dafür kämpfen, dass Sie von der Linken niemals Gelegenheit haben werden, diese Forderungen durchzusetzen und unser Land runterzuwirtschaften. Wir wollen, dass unser Land leistungsfähig bleibt und dass es den Menschen besser geht. Der Antrag der Grünen befasst sich zumindest mit dem Thema. Damit unterscheidet er sich von Ihrem Antrag der Linken. Es finden sich da auch durchaus einige gute Forderungen, sei es nach der Regulierung von Schattenbanken. Das können Sie auch im Koalitionsvertrag im Übrigen nachlegen. Wir wollen das im Rahmen einer internationalen und einer europäischen Lösung angehen, denn gleiches Geschäft muss auch gleich reguliert werden. Der Antrag der Grünen wirkt ein bisschen wie Werbung für den neuen Verein von Herrn Dr. Schick. Er hat ja auch einen gleichnamigen Titel. Frau Kiesel-Thepe hat den Titel auch aufgegriffen. Ich hoffe, das hat nichts Negatives zu sagen. Aber wenn Ihr Verein tatsächlich so unabhängig und überparteilich sein soll, ist es vielleicht keine so gute Idee, unter dem entsprechenden Titel einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen hier im Bundestag einzubringen. Im Bereich Verbraucher- und Anlegerschutz ist viel gesagt worden. Wir haben da sehr viel getan in den letzten Jahren. Zuletzt noch mit der Zahlungsdienste-Richtlinie profitieren Verbraucher beim Bezahlen. Bei Risiken von Finanzprodukten wird stärker aufgeklärt. Stichwort PRIIPs-Verordnung. MiFID II haben wir den Anlegerschutz verbessert. Es gibt mehr Informationen über die Kosten von Finanzdienstleistungen. Es gibt die Geeignetheitserklärung. Auch bei der Honoraranlageberatung haben wir das Thema gestärkt. Sie kämpfen beharrlich gegen die Provisionsberatung. Die Festlegung auf eine Beratungsform führt aber am Ende zu weniger Beratung. Lassen Sie doch den Verbrauchern die Wahl, auf welche Beratungsform Sie zurückgreifen wollen. Ich komme zum Ende. Wir brauchen keine Finanzwende oder gar ein völlig neues Finanzsystem, wie es die Linke möchte. Es gilt vielmehr, den bestehenden Regulierungsrahmen, da wo es nötig ist, fortzuentwickeln und an die neuen Herausforderungen anzupassen. Es ist ein Anliegen der Koalition, insbesondere kleinere Institute zu entlasten, soweit von ihnen geringere Risiken für die Finanzstabilität ausgehen. Es darf keine Regulierung um ihrer selbst willen geben. Es bleibt festzustellen, die europäische Harmonisierung hat die Finanzmärkte transparenter und robuster gegen Krisen gemacht. Daran werden wir mit unserem Koalitionspartner weiterarbeiten und werden wachsam bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich schließe die Matthias Hauer war das für die CDU-CSU-Fraktion. Meine Damen und Herren, der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Finanzkrisenprävention auf Basis zweier Anträge. Einer von der Linksfraktion und einer von Bündnis 90 Die Grünen, die sich, das hat ja die Debatte auch gezeigt, durchaus inhaltlich unterscheiden. Beide Anträge gehen jetzt in den Finanzausschuss, wo sie beraten werden. Sicherlich mit unterschiedlicher Sympathie aus den Fraktionen, aus den anderen Fraktionen, aus den Nicht-Antrag stellenden Fraktionen. Das hat man ja auch gehört in dieser Debatte.